eingeleitet. Beginnt.
Titans. Hoffen. Herzlich willkommen, kleine Ninja aus Wutai. Ich bin wirklich beeindruckt. Jetzt spiel dich hier nur nicht so auf. Ich weiß, dass du Schiss hast. Ach, meinst du? Vielleicht ja. Ganz Wutai ist voll mit solchen Ninja wie uns. Stell dir das mal vor. Eine gigantische Armee Ninja, die hier einfach so eindringt. Das wäre schrecklich. Dann müssen wir uns gut vorbereiten. Das bringt gar nichts. Jetzt sei doch nicht so. Gib uns eine Chance. Ich präsentiere. Das ist das allerneueste Modell von Schindler Exomecha. Natürlich von mir entworfen. Genieß diesen aufregenden Kampf. Auch wenn es euer letzter sein wird. Ich glaube, wir sind umzingelt. Räumen wir erst das Kleinvieh weg. Den nehmen wir zuerst. Auseinander. Und vorbei.
Eine ballistische Waffe. Egal, zerstören wir sie! Wie ist das? Sie an? Das war gar nicht schlecht. Das schaffst du, Flynn! Diese Narren von Shinra lernen es auch nicht. Dich auf irgendeine Art zu replizieren, unmöglich. Du scheinst dich prächtig zu amüsieren. Ja. Ich war schon zu lange nicht mehr auf der Jagd. Rede! Was war das?
Die ganze Zeit dieses Rumgeschreie. Benimmt man sich so in Wutai? Sonon, lass mal. Ich habe eine andere Frage. Wo ist die ultimative Materia? Stell dich nicht dumm. Ich weiß, dass ihr eine mächtige Materia gemacht habt. Ah. Ihr Ratten aus Wutai seid ja gut informiert. Oder heißt das, dass wir einen Verräter haben? Was ist? Ich sehe kurz nach. Beeil dich aber! Es stimmt schon. Wir arbeiten an der Erschaffung einer prächtigen Materie. Aber sie ist noch nicht fertig. Du lügst. Darauf kann ich nicht rein. Es stimmt aber. Andere Projekte waren wichtiger. Und die Tests wurden verschoben. Andere Projekte? Nicht verraten, aber wir werden die Platte über Sektor 7 sprengen. Und schieben es Wutai und Avalanche in die Schuhe. Was meinst du? Was für eine Platte? Hä? Was zum... Oh, dein Freund steckt wohl ziemlich in der Klemme. Willst du ihm denn nicht helfen? Beeil dich, Liebe! No!
irgendwie glaube ich das nicht. Aua, aua, aua! Da draußen wartet bestimmt eine ganze Armee auf uns. Aber wir haben keine andere Wahl.